Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit spirituellen Geistesströmungen hier aus dem Westen, aus verschiedenen Kulturen, mit der Hermetik, mit dem Sufitum, dem inneren Christentum hin zu den Rosenkreuzern. Und deswegen spreche ich hier mit einem Rosenkreuzer, mit Gunther Friedrich. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du hier bist. Freut mich auch. Und wir haben ja schon mal miteinander gesprochen und deswegen bin ich sicher, auch dieses wird sehr inspirierend. Viel Spaß auch euch. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Hallo, lieber Gunther. Du bist Rosenkreuzer schon seit langem. Rosenkreuzer haben wir in einem Gespräch schon beleuchtet, ist ein geistiger Weg. Es gibt verschiedene Strömungen. Aber wir dachten, wir beleuchten jetzt mal, wie das Ganze entstanden ist. Also die geistigen Urströme sozusagen. Denn es ist sozusagen entwicklungsgeschichtlich, auch in der spirituellen Geistestradition gibt es gewisse Entwicklungszeiten, in denen verschiedene neue, ja, geistige Entwicklungen stattgefunden haben. Und da sprach ich gerade schon von der Hermetik. Die Hermetik hört man ja immer wieder. Was ist eigentlich die Hermetik? Also die Hermetik tauchte plötzlich wieder auf, als an der Akademie von Florenz das Corpus Hermeticum übersetzt wurde. Das war im Westen verschollen. Von Marsilio Ficino, glaube ich. Genau, ja. Ficino hat das, glaube ich, 1485, 86 übersetzt aus dem Griechischen. Das hatte ihm ein Mönch überbracht aus dem Osten. Im Osten waren ja die Türken nach Konstantinopel gekommen und da wurde dann ganz viel an Schrifttum in den Westen transportiert, sozusagen, was dort aufbewahrt war. Und ein Mönch brachte also Cosimo di Medici, dem Herrscherhaus Medici, eben diese Schrift. Und Cosimo ließ das von Ficino übersetzen. Und das hatte eine enormste Auswirkung. Das verbreitete sich dann in lateinischer Sprache erstmal über ganz Europa in die interessierten Zirkel, wurde dann einige Jahrzehnte später ins Deutsche übertragen. Und einer derjenigen, die ganz früh damit in Berührung kamen, war Paracelsus. Man nannte also Paracelsus den Hermes des Westens. Also, was hat es damit auf sich? Das war eine Schriftensammlung, die ist im 2. bis 4. Jahrhundert in einzelnen Traktaten entstanden. Die wurde dann viel später erst zusammengestellt. Viel später nannte man diese einzelnen Traktate dann Corpus Hermeticum, und diese Schriften enthielten eine Synthese der alten ägyptischen und griechischen Weisheit. Weisheitslehren sind letztlich Niederschläge spiritueller Erfahrungen. Und diese Weisheitslehren wurden damals wohl vermutlich niedergeschrieben unter dem Druck der Christianisierung. Die Kirche machte also einen enormen Druck, die entstehende Kirche machte einen enormen Druck und breitete sich aus. Und da war es wohl so, dass man in Alexandrien eben sich plötzlich dazu bereit fand, das uralte Wissen, was immer nur so von Mund zu Mund übertragen wurde, niederzulegen in bestimmten Traktaten. Und das gab dann eine unglaubliche Ergänzung eigentlich zu den christlichen Lehren. Also überhaupt gar keine fundamentalen Widersprüche, es waren unterschiedliche Annäherungen. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, damit es nicht zu lang wird, einige Grundsätze dieser Hermetik. Das Interessante ist, in diesem ersten Traktat, in dem Buch Pymander, vielleicht die Aussage, dass eben ein geistiges Wesen, ein Lichtmensch, die Sphären durchbrach und sich spiegelte in der Substanz. Also geistige Sphären wurden quasi durchbrochen und das Geistwesen spiegelte sich in der Substanz und verliebte sich in der Substanz, in der ursprünglichen Natur, in sein Spiegelbild. So heißt es in diesem Buch Pymander, und die Natur verliebte sich in den Geist.
Und daraus entstand die Schöpfung. Also ich möchte jetzt in der heutigen Sprache sagen, die Natur hat dann versucht, dieses Spiegelbild des Geistigen immer besser abzubilden. Und daraus entstand als eine fortwährende Impulsgebung die ganze Evolution. Die Natur ist niemals in der Lage, dieses Geistige wirklich abzubilden, aber sie versucht es immer besser. Und so ist durch die Spiegelung des Geistigen, des Lichtmenschen heißt es da, in der Natur quasi etwas entstanden, was bis zum heutigen Menschen führte. Und dieses Geistige ist immerwährend, aus dem kommt alles. Und das ist der Lichtmensch. Kommt alles zurück. Ja. Was immer das ist. Okay. Das ist der Lichtmensch. Mhm. Das steht da klipp und klar im Buch Kümmerer. Und wir, du und ich und jeder Mensch, ist ein derzeitiges Resultat der Spiegelung. Denn der spiegelt sich immer weiter. Hier in der Natur. Also das Spiegelbild wird immer bewusster, immer differenzierter, immer komplexer, weil die Inhalte so groß sind. Also wir sind das derzeitige Resultat, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Also in uns sind alle Vorstufen, alle Elemente der Entwicklung, Pflanzen, Mineralien, sind in uns, in unserem Körper vorhanden. Das sind die Vorstufen der Spiegelung und wir sind eine weitere Entwicklung. Mhm. Im Grunde ein bisschen ähnlich, wie die Naturwissenschaft das auch sagt, da waren ja die einzelnen Entwicklungsstufen. Genau. Nur, dass hier eben noch das geistige Urfeld dazukommt. Nur sagen wir jetzt hier, ja, in der Natur gibt es diese Mutationen und all das, was beschrieben wird, keine Frage. Aber keiner weiß eigentlich, warum der Mensch daraus schließlich entstand. Das kann man beim besten Willen nicht so erklären mit den Zufällen in der Natur. Ja, ja. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht annehmen. Und das braucht man auch nicht anzunehmen, weil die alte Vision, die alten Bewusstseinsräume, die sich gleichwertig neben die Natur stellen, diese großen Räume, diese Innenräume des Bewusstseins, klipp und klar damals den Menschen mithalten, das Ganze ist eine Spiegelung des Lichtwesens. Mhm. Und dieses Lichtwesen nannte man damals Mensch, aber eine ganz andere Art, nicht vergleichbar. Ja. Wir sind nur Abbilder, Ebenbilder, noch nicht vollendet. Wir müssen selbst. Jetzt sind wir in einem Zustand, wo wir selbst was dazu tun müssen. Vorher als Pflanze und Tier konnten wir das nicht machen. Aber jetzt sind wir in dem Zustand, wo wir selbst das beitragen müssen. Das heißt, daher kommt auch der Spruch, wir sind der Mikrokosmos, Widerspiegelung des Makrokosmos. Ja, und jetzt stell dir mal vor, dieser Begriff des Mikrokosmos, das ist eigentlich, wenn du es, der ist schon uralt, den gibt es in verschiedenen Kulturen, der stammt aber auch aus der Hermetik vor allen Dingen. Der ganze Dieser Lichtmensch ist eigentlich eine Form des verkörperten Allbewusstseins in der Geistwelt. Der verdichtet sich zu einem Mikrokosmos hier in so einer kleinen, engen Gestalt mit einer seelischen Struktur drumherum. Das heißt, wenn man das jetzt mal ganz genau sich vergegenwärtigt, wir sind eine verdichtete Struktur einer großen Geistkonzeption, einer kosmischen Geistkonzeption. Geistiges wird zu Energie, Energie wird zu materieller Gestalt. Und diese materielle Gestalt ist im Begriff, wenn wir mitmachen, ein immer besseres Ebenbild zu werden. Daraus kannst du aber entnehmen, dass es zwangsläufig ist, dass wir uns wieder vergeistigen. Wir brauchen ja nichts anderes zu tun, als das, was sich hier sozusagen verdichtet hat, wieder zu seinem Ursprung zu bringen. Und das sind gewaltige Entwicklungen. Mhm. Deshalb sagt die Hermetik in einer weiteren Fundamentalschrift, die heißt Tabula Smaragdina, zwangsläufig, das, was oben ist, ist wie das, was unten ist. Mhm. Das, was unten ist, ist wie das, was oben ist. Und dann kommt dieser bemerkenswerte Satz, damit die Wunder des einen vollzogen werden können. Das heißt, der eine will sich offenbaren durch diesen Prozess. Die Wunder des einen werden dadurch überhaupt möglich, kommen nur deshalb in die Erscheinung, weil diese Spiegelung stattfindet. Und dieses Buch Pymander, das ist eine Inspiration, die Hermes
sozusagen empfängt. Alle weiteren Traktate im Corpus Hermeticum, das sind Belehrungen des Hermes an seine Schüler. Und die betreffen nichts anderes als den Weg der Vergeistigung, der immer größeren Bewusstwerdung, was wir sind, wer wir sind, immer das Durchbrechen. Da geht es oft darum, bestimmte Schalen zu durchbrechen. Die Schalen, in denen wir eingesperrt sind, zu durchbrechen, um letztlich immer größere Bewusstseinszustände zu bekommen. Und auf diese Weise wird eigentlich der Kosmos sich seiner selbst bewusst. Und immer wieder kommen in diesen hermetischen Traktaten die Sätze, der Mensch ist sterblich und unsterblich. Der Mensch ist sterblich und unsterblich. Der Mensch ist unvollkommen und vollkommen. Das heißt, diese Polarität. Und die Polarität ist immer von irgendeinem erlangten Seelenzustand zu dem stofflichen Zustand. Und diese Polarität wird immer größer bis hin zu dem Lichtmenschen. Und dann gibt es diesen großartiges Traktat, die Predigt auf dem Berge, wie der Hermes dann seinem Schüler Tat, so heißt der Schüler Tat, die Augen öffnet. Der Schüler sagt immer, Hermes, jetzt lass mich doch mal hier, führ mich doch mal da rein. Nein, sagt Hermes, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Und immer wieder tröstet er ihn, weil der noch nicht so weit war. Und dann führt er ihn schließlich durch reine Worte in die Lichtwelt, in die Seelenwelt hinein. Und dann gehen ihm die Augen auf und dann sagt er, ja, jetzt verstehe ich, wer ich bin. Man muss eben sagen, wenn man jetzt diese Traktate liest mit seinem normalen Gehirn, dann ist das einfach ein Wissensstoff. Während damals waren diese Worte so mit den Kräften, mit den Inhalten dieser Worte verbunden, dass die einzelnen Seelen dann in diese Lichtwelten durch die Worte hineinkamen. Das war also ein Grundprinzip der Hermetik, dass man durch das Aussprechen der Worte die Menschen in diese Sphären führte. Deshalb sprach man auch immer von Geheimlehrern und so weiter. Man kann das nicht jedem mitteilen, weil das gar nicht funktioniert. Die werden dann gar nicht durch die Worte da reingeführt. Deshalb musste man das reservieren für die Menschen, bei denen man annahm, dass das stattfinden konnte. Und das ist heute auch noch möglich, aber es braucht halt ein gewisses Bewusstsein, Offenheit, um das zu verstehen, nachvollziehen zu können. Ja, also wenn du heute das liest, dann landest du erstmal da nicht in diesen Welten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in einer Atmosphäre, in einer Gruppenatmosphäre, in einer spirituellen Gruppe, wo alle jetzt ganz offen sind für diese Sache, ganz offen sind und ihre ganzen anderen Dinge mal hinter sich gelassen haben, wenn du dann jetzt einer solchen Gruppe diese Worte mitteilst, dann werden plötzlich durch die Gruppenoffenheit enormste geistige Möglichkeiten in den Einzelnen stattfinden. So hatte übrigens die Urchristen haben auch so gearbeitet, die konnten ja alle meistens nicht lesen. Da stand einer in der Gruppe und hat eben erzählt von dem Weg Jesu, von dieser Kreuzigung, von dieser Auferstehung. Und dann vollzog sich dieses Geschehen in den Seelen, die vollkommen offen waren. Das war dann plötzlich, was da erzählt wurde, wurde zum inneren Weg. Und so war das in der Hermetik eben ganz stark. Das war ein Grundprinzip der Hermetik. Ja, und das lag natürlich, das war jetzt einer der ganz großen Auslöser für den Rosenkreuzerweg. Da gab es einen ganz bedeutenden Hermetiker, nicht nur Paracelsus, sondern Giordano Bruno. Der wurde im Jahre 1600 verbrannt. Der sagte eben hier, was ich kosmisch sehe in innerer Schau, heißt, die Erde ist nicht in der Mitte des Kosmos. Der Kosmos ist grenzenlos groß und unvorstellbar, unendlich. Der ging noch über Kopernikus hinaus, der Giordano Bruno, und er wurde dann schließlich verbrannt. Und so hat man dann vielleicht unter dem Eindruck dieses Geschehens, aber vielleicht auch noch aus anderen Gründen, beschlossen, so eine kleine Gruppe von Menschen diese Rosenkreuzer-Manifeste niederzulegen, unter dem Einfluss der Hermetik. Kann man so sagen, um dieses Wissen überhaupt auf irgendeine Art und Weise zu bewahren, brauchte es diesen schützenden Rahmen dieser Geschichten und dieser Gruppe? Vielleicht, man musste das niederlegen für die Zukunft. Denn es war eine schlimme Zeit der großen religiösen Kämpfen. Aber nicht nur die Hermetik spielte da eine Rolle,
sondern das Rosenkreuzertum ist immer gekennzeichnet durch die Synthese von ganz vielen Strömungen, die eben zu einer neuen Sache werden, wenn sie verschmelzen miteinander. Mhm. Es muss immer ganz viel verschmelzen und dann in dem Verschmolzenen sozusagen ein Erwartungsfeld werden für die geistigen Offenbarungen der Zukunft. Mhm. Und die zweite große Sache war eben das Sufitum. Ich werde dann auch noch über die Kabbala, was sagen auch noch die gnostischen Ströme vielleicht. Mhm. Sufitum kenne ich ja einfach, da geht es sehr viel um die persönliche Begegnung mit Gott. Ja, genau. Aber das Interessante ist eben, und das ist eben das Grandiose eigentlich der inneren Wege, dass dieser Gott sich im Menschen individualisiert zeigt. Mhm. Die erste Rosenkreuzerschrift heißt Fama Fraternitatis. Da steckt ganz viel Hermetik drin. Und da steht eben beschrieben die Reise des Christian Rosenkreuz, des legendären Gründers der Rosenkreuzer, rund um das Mittelmeer. Und der war ein christlicher, war noch kein Mönch, war ein junger Mann, der war 16 Jahre alt, aber im Kloster aufgewachsen. Man muss das alles ein bisschen symbolisch verstehen. Und der reiste dann zunächst in Begleitung eines Älteren, der verstarb dann. Der Junge wurde Erwachsener, reiste dann durch Arabien, erst in eine bestimmte, vielleicht imaginäre Stadt Damkar in der arabischen Wüste, dann nach Fes. Und dort wurde er, wie es da heißt, bereits erwartet und empfangen und er wurde hineingeführt erstmal in die Geheimnisse der Natur, in die Innenwelten, in die seelischen Innenwelten und Innenbereiche dessen, was wir hier als Natur erleben. Und dann, das war in das Licht der Natur, die Rosenkreuzer sprachen vom Licht der Natur, die Sufis lehrten ihn, führten ihn ein in die seelischen Kräfte, in das Licht der Natur. Und man sprach auch vom Buch der Natur. Er lernte im Buch der Natur lesen, das geistige Verstehen der Natur. Und dann reiste er weiter, er musste dann auch ein bisschen einige Läuterungsphasen durchleben, reiste dann nach Fes und dort wurde er eingeführt in eine weitere Sphäre, auch in das Licht der Natur, aber dann in das Licht Gottes, in die Lichtwelt Gottes. Das ist dann eben noch eine höhere Bewusstseinssphäre. Und dieser arabische Weg, der in die Rosenkreuzerei einfloss, der wurde nun also gegangen, vorbereitet durch große Sufi-Meister. Diese Sufi-Meister, die lebten also in der Regel 1100, 1200 nach Christus, eine ganze Reihe, eine ganz große Anzahl eigentlich. Und diese Sufi-Meister, die erlebten diese Seelenwelten, wie das Geistige, wie Allah, die Sufi-Meister wuchsen also unter der geistigen Kraft des Islam auf. Mhm. Sie beschrieben also den inneren Weg völlig in der geistigen Kraft des Islam. Und doch war es ein Menschheitsweg. Und sie sagten, Allah hat, steht im Koran, 99 Namen, 99 große, wichtige Eigenschaften. Aber eigentlich hat er unendlich viele Eigenschaften. Und diese Eigenschaften wollen sich jetzt offenbaren. Diese Eigenschaften eigentlich führen zur Erschaffung der Welten. Diese Eigenschaften sind alle im Geistigen irgendwo. Aber die wollen jetzt sich offenbaren, so wie der Lichtmensch in der Hermetik sich spiegelt und sich in der Natur, in die Natur verliebt, in sein Bild, so wollen sich die Eigenschaften Allahs, des unendlich großen universellen Gottes, individualisiert offenbaren. Die vielen Eigenschaften, es sind 99, ist auch eine Symbolzahl, 99 Namen Allahs, und sie offenbaren sich in Geschöpfen. Und diese Geschöpfe spiegeln, wenn es gut geht, die Eigenschaften Gottes. Und so muss man sagen, dass sich letztlich in jedem Mensch etwas von den Eigenschaften Gottes spiegelt, in jedem Menschen. Und jetzt kommt es auf den Menschen an, weil er ein Bewusstsein hat, den Weg zu Gott zu gehen. Es gibt großartige Parallelen in dieser ersten Rosenkreuzerschrift zu den tiefen Sufi-Erfahrungen. Und ich habe selbst mal eine
Parallele quasi mal durch mehr oder weniger Zufall entdeckt. Ja, wie kommt man denn als Mensch in diese geistige Welt nun rein? Und da schreibt einer der Sufi-Meister Ibn Arabi, du gehst um einen Tempel herum und findest den Eingang nicht. Es ist alles zu und du kommst nicht rein und du weißt aber, das, was du suchst, ist da drin. Dein tiefstes Innerstes, das ist in diesem Tempel. Und du kommst da nicht rein. Du gehst da drum herum und drum herum. Und dann stellst du fest, dass eine der fünf Säulen, auf denen dieser Tempel ruht, ein bisschen vorsteht. Zu dir hin. Und du gehst zu dieser Säule und küsst diese Säule. Und in dem Moment erscheint eine Frauengestalt aus dem Schatten des Tempels, nimmt ihn an die Hand, die Frau heißt Sophia, und führt ihn durch die Mauer hindurch. Der Tempel ist das Bild seines Herzens, was zugemauert ist gegenüber seines normalen Bewusstseinsraums, der zugemauert ist gegenüber dem Innersten, des Innern. Nachdem er matt genug ist, lange genug gesucht hat, kommt Sophia als Abgesandte des Innern. Also die weibliche Weisheit? Die Weisheit kommt, nimmt ihn an die Hand und führt ihn in das Innerste und er begegnet dem Göttlichen selbst. Das heißt, du musst dann erstmal suchen und schauen, wo ist der Eingang. Also ein gewisses Bestreben ist wichtig, aber irgendwann kommt auch etwas Helfendes entgegen. Ja, es kommt dir entgegen. Ja. Du kannst es nicht schaffen. Es ist für dich unmöglich, dahin zu kommen. Ja. Und die Rosenkreuzer jetzt in ihrer ersten Schrift, die schreiben also, ja, der Gründer, der legendäre Gründer, der Christian Rosenkreuz, der ist jetzt irgendwo in einem Grab. Und das ist jetzt ein Symbol. Das Grab ist eigentlich das, wo hinein man stirbt. Man stirbt hinein auf dem geistigen Weg in die höhere Gestalt, alles in die Unsterblichkeit. Das Alte stirbt in die Unsterblichkeit hinein. Und den finden sie nicht. Diesen Innersten des Innern ihres eigenen Wesens, das finden sie nicht. Und dann sehen sie das Gemäuer. Und dann einer sagt, ja, wir müssen hier was erneuern an diesem Gemäuer. Wir müssen eine alte Tafel mal woanders hinsetzen. Das ist so die Vergangenheit, die Tradition, die muss einfach mal woanders hingesetzt werden. Und dann merken sie, dass aus dieser Tafel ein Nagel weiter hervorragt als die anderen Nägel, an denen sie befestigt sind. Und dann ziehen sie diesen Nagel raus und der Putz fällt ab und sie sehen die Tür, die sie in die Innenwelten führt. Und diese Tafel im Arabischen heißt das Wort, benutzen die Sufis das Wort Tafel für Seelenwelt, weil der Geist in die Seelenwelt was schreibt. Die Sufis nennen das Tafel. Und die Rosenkreuzer haben das übernommen und haben gesagt, diese Tafel versetzen wir. Wir haben das immer nur als Tradition gesehen. Und in dem Moment betreten sie also, nachdem sie sich geprüft haben, ob sie reif sind, die Innenwelt. Und dann kommen sie in einen heiligen Raum, in eine Siebenheit. Dann kommen sie in die Tiefe dieses Raumes. Und in der Tiefe, unter dem Tempel, unter dem Altar in diesem Raum, liegt der unversehrte Körper, der unsterbliche Körper. Der unsterbliche Körper, den treffen sie da quasi als ein Muster für ihre eigene Entwicklung. Das haben sie also aus dem Sufitum herausgeholt, diesen Zugang. Und da gibt es noch andere Quellen, andere Parallelen. Also es sind sozusagen eigentlich viele Allegorien und Symbole natürlich, die man immer tiefer ergründen kann für den eigenen inneren Weg. Ja, absolut. Also Magst du mal ein Beispiel noch mal genauer erläutern, ein bekanntes Symbol, eine Geschichte, und kannst du es mit deinem Erlebnis, mit deinem Weg ein bisschen lebendig machen, verständlich machen? Fällt dir da ein Beispiel ein? Ja, also du kannst ja sagen, dieser Christian Rosenkreuz, der macht eine Reise. Und diese Reise um das Mittelmeer, das kannst du mal als deine eigene Innenreise ansehen. Ne? Also diese Reise ist eigentlich eine Seelenreise. Und diese ganze äußere Erzählkunst, die versucht nur, die Sache überhaupt in Begriffe zu bringen. Der reist also ab als 16-Jähriger, als eine relativ junge Seele, nicht junge Seele, aber als eine Seele, die noch nicht so viel Erfahrungen hat. Er wird also begleitet von einem gewissen Seelenführer. Ne? Der stirbt in Zypern. Zypern ist nun seit alters her der heilige Ort der Venus. Die Venus wird da in der Muschel ins Land gebracht, in Zypern. Das wussten die Menschen damals alles.
Heute haben wir das vergessen. Diese ganze symbolische Sprache ist nicht bekannt. Das heißt, es war einfach bekannt, diese Bilder. Das war alles absolut bekannt damals. Ja, ja, ja. Ne? Und heute braucht es wieder die Übersetzung. Ja, heute müssen wir das übersetzen. Ja. Damals, die wussten genau, was damit gemeint ist. Mhm. Der stirbt in Zypern. Mhm. Die Liebeskraft hat jetzt diesen jungen Menschen so ergriffen, dass er alleine weitergehen kann. Ursprünglich wollten sie eigentlich nach Jerusalem fahren. Aber jetzt sagt die innere Kraft, nein, du fährst nicht nach Jerusalem, du fährst über Damaskus nach Damka, in den geheimnisvollen Ort Damka. Mhm. Und dieser geheimnisvolle Ort Damka liegt in einer Wüste, auch in einer Seelenlandschaft, wo eigentlich ein Nichts ist. Ja, ja. Und da plötzlich wird er hineingeführt in die Innenwelten, vor allen Dingen der des Pflanzenreiches, der Vegetation. Das heißt also, du lernst, dir werden die Augen geöffnet für das, was hinter der Vegetation steht. Du kannst dich ja mal vor einen Baum stellen. Du sagst, ja, da steht ein Baum. Okay, schön. Ja, aber jetzt kannst du dich auch, wenn du auf einem geistigen Weg bist, vor einem Baum stellen und siehst, da schimmert das Heilige durch den Baum. Ja, kann mich dem Wesen öffnen, das Wesen erfassen. Da schimmert das Heilige durch diesen Baum durch. Und jetzt kannst du dieses Heilige in dein Herz aufnehmen. Mhm. Schön. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, was wir eigentlich wieder brauchen. Das wird diesem Christian Rosenkreuz da in Damka beigebracht. Und dann geht es weiter und in der nächsten Station, ja, dann muss er fahren über den Sinus Arabicus. Das heißt, das ist ein Bild für das Unbewusste. Er muss also er muss mit dem Unbewussten zurechtkommen. Mhm. Er muss mit dem Triebleben zurechtkommen, was in ihm aufsteigt. Also auf dem inneren Weg. Also er fährt aber darüber und sinkt nicht da hinein? Ja, er fährt eben darüber. Er schafft es eben, darüber zu kommen, obwohl es auch stürmt. Er schafft es, darüber zu kommen. Wenn du einen inneren Weg gehst, was passiert dann? Es ist ja keinesfalls eine friedliche Geschichte. Sondern es ist so, dass diese geistigen Kräfte dein ganzes Triebleben in Bewegung setzen. Was völlig normal ist, weil es zu deinem irdischen Dasein, zu deinem Körper gehört. Also alles, was in einem ist, wird erstmal energetisiert und darf angesehen werden, verwandelt werden. Aber das ist die Herausforderung. Genau, das normale Triebleben, aber dann auch deine ganzen Wünsche, deine ganzen Charaktereigenschaften. Mhm. Vielleicht bist du hochmütig oder vielleicht bist du wütend. Ja, immer wütend oder eifersüchtig oder was auch immer du für Eigenschaften hast. Ja. Und diese Eigenschaften, die werden alle super hochgespült und treten dir quasi entgegen. Mhm. Mhm. Also da gibt es jetzt ganz viele Schriften, in der Hermetik gibt es ganz viele Schriften, wie diese Sphären quasi als Wesenheiten, als Archonten, steht da drin, dir entgegentreten, deine eigenen Eigenschaften und sag, hier kommst du nicht durch. Hier kommst du einfach nicht durch. Ja. Nee, hier kommst du auch nicht durch. Hier gehörst du auch hin, weil du diese Eigenschaft hast. Es sei denn, du lässt sie hinter dir. Und so fährt er also über diesen Sinus Arabicus, dieses Meer des Inneren, der Blutstriebe, kommt dann, da er das schafft, zu den Meistern in Fes. Und die Meister in Fes treffen sich alle, sind auch eine Synthese aus allen Richtungen und führen ihn zum Kern der Dinge, zu dem innersten Samen, also zu dem innersten Kern des Lebens überhaupt, woraus das Leben zu uns kommt. Und sie sagen ihm, dass daraus eine große mikrokosmische Ganzheit im Menschen entsteht. Und das erlebt er da. Er erlebt sich da als eine unsterbliche Seele und er erlebt etwas von dem innersten Quell der Dinge. Und das wird ihm da bildhaft, beschrieben. Ja, und dann kehrt er wieder nach Hause zurück. Und dann will das keiner hören, was er sagt. Platon, Höhlengleichnis. Ne? Keiner will das hören. Mhm. Und dann sagt er, okay. Und dann baut er jetzt ein, was wir heute nennen würden, morphogenetisches Feld. Das ist sehr spannend. Er beruft einige Jünger. Erstmal sind es 4, später werden es noch mehr, 12 dann. Und mit denen baut er eine Sprache, um das in die Ausdrucksformen zu bringen und baut dann sozusagen die inneren Gedanken, Empfindungen und dann eben auch das Vertrauen in die Innenwelt, sodass man danach handeln kann. Also da baut er ein morphogenetisches Feld des Denkens, Empfindens und Handelns. Und das ist jetzt
eben eine Grundlage der abendländischen Esoterik geworden. Mhm. Sodass auch andere Menschen also, sie jetzt so eine Landkarte haben und ein bisschen sich orientieren können, aber trotzdem ohne die eigene Erfahrung geht es nicht, sondern es ist eine Reiseleitung, Reisekarte. Ja, du brauchst immer Menschen, die auf den geistigen Wegen vorangehen, Wegbereiter. Genau, ja, und du bemühst dich und plötzlich kriegst du irgendwelche Hilfe. Du musst nicht mal das lesen, was die Rosenkreuzer geschrieben haben. Nee, es kommt dir plötzlich irgendeine Hilfe entgegen, eine Einsicht wird dir geschenkt. So wie Sophia oder eben dann die diese Weisen begegneten. Ja, immer weil der diese Stufe. Dinge alle schon durchlebt hat, stellvertretend für dich vor 400 Jahren. Ja. Und das ist alles aufgespeichert in diesem, das nennt sich Haus Sancti Spiritus, haben sie das genannt. Mhm, und da haben sich dann zahllose später noch hinzugefügt. Das hatte eine endlose Auswirkung. In dieses morphogenetische Feld ist also ganz die Information des Weges geflossen. Und jeder, der heute den geistigen Weg gehen will, kriegt sozusagen die Erkenntnisse der Vorgänger sozusagen als einen inneren Impuls, sodass der Weg für ihn leichter ist, weil andere ihn schon gegangen sind. Ja. Genau, das ist ja das Gute, so wie es auch spirituelle Führerlehre gibt oder gibt es eben auch Gruppen und Weisheitslehren. Das fließt quasi in dich rein, weil andere den Weg gegangen sind für dich. Und das war halt diese großartige Sache vor 400 Jahren. Und die Sufis haben da ihren großen Teil dazu beigetragen. Also dieses Sufitum floss da ganz rein in die Rosenkreuzer-Erkenntnis. Und dann muss man unbedingt sagen, dass die große Kabbala, die heiligen Lehren der Kabbala in das Rosenkreuzertum reingeflossen sind. Und die Kabbala hatte jetzt auch ihre Geschichte, also nicht so alt wie die Hermetik oder jedenfalls äußerlich nicht so alt, die entstand im Mittelalter und entstand eigentlich durch die enormen Nöte, durch die enormen Seelennöte des jüdischen Volkes. Die hatten in Spanien extreme Umstände, wurden dann auch vertrieben aus Spanien später noch. Und extreme Seelennöte führen dazu, dass die Beziehung zu dem abstrakten Gott, die es im Judentum ja immer dann gab, plötzlich zu einem Weg sich entwickelte, den man sehen konnte. Also dieser abstrakte Gott, der entfaltete sich geradezu in seinen Kräften und rückte diesen Sehern, diesen Menschen, die die Kabbala entwickelten, so nah, dass sie plötzlich die Wege erkannten, wie man sich diesem Gott wirklich nähern kann. Und in der Kabbala gibt es auch dann die Beschreibung der Gottesfunken, die dann runterfielen auf die Erde hier und die dann sich wieder hochentwickeln, so wie auch diese wieder in anderer Sicht in der Hermetik der Gottesfunke hier drin steckt und so weiter. Und Meister Eckhart hat, glaube ich, auch schon von diesem Meister Eckhart, genau das Gleiche. Ja. Und dieses Großartige der Kabbala besteht darin, dass sie die 10 Wege oder die 7 Wege, je nachdem wie man es sieht, als eine richtige Geografie aufzeigen zwischen Gottheit und Mensch. Das war also eine unglaubliche Sache in der Beschreibung der Struktur der seelischen Welten. Also wie aus dem Geist heraus zuerst eine obere Dreiheit sich bildet. Zunächst mal entscheidet sich dieses unbekannte Wesen, was kein Mensch kennt, kein Mensch kennen kann, zu einem aktiven Gott zu werden. Und dann entscheidet es sich, als Lichtmensch zu erscheinen. Wie im Corpus Hermeticum gibt es da in der Kabbala diesen Adam Katmon, den universellen Lichtmenschen, also als ein Urbild des Menschseins, und die kannten diese Hermetik vermutlich nicht damals. Aber weil es halt Wahrheiten sind, die aus der geistigen Welt herüberstrahlten, haben sie auf die eine oder andere Form unterschiedliche Menschen erreicht und die das dann gesehen haben. Und ja, die haben das plötzlich als ein einheitliches gesehen, was sich dann plötzlich aus diesem Adam Katmon kommen, dann die großen Kräfte, erst eine obere Dreiheit, dann eine Siebenheit und die unterste Kraft der Siebenheit hat sich dann bis in unsere Welt hinein begeben. Und da gibt es einen Strom, den nennt man Sephiroth, diese Kräfte, Sephiroth, einen Strom in die Gottesqualitäten, die Sufis sprechen von den Namen Gottes, das sind auch die Qualitäten, die in die Kabbala spricht eben von den 7 Qualitäten, aber die kombinieren sich ständig, sodass es immer viel mehr werden,
durch die Kombination, die sich herabsenken und die unterste dieser Gottesqualitäten, die wohnt hier mitten unter uns. Und wir sind jetzt verstreute Funken, die aus Urgefäßen, die zersprungen sind in den geistigen Welten, hier unten runtergeregnet sind in die Materie. Und wir können uns jetzt an dieser Leiter wieder hochbegeben. Also diese Kabbala ist eine unglaubliche Sache. Und die Rosenkreuzer haben also dann in ihren eigentlich drei Schriften erstmal die Forma Fraternitatis, dann das Bekenntnis der Bruderschaft, dann die alchemische Hochzeit, diese schrittweise Hochentwicklung wieder beschrieben. Da spielte also die Kabbala eine große Rolle. Wunderbar. Das wäre sicher eine weitere Sendung wert. Lass uns da nochmal sozusagen jetzt den Ausblick. Also es ist natürlich sehr komplex, wenn man das alles hört. Und der heutige suchende Mensch muss das ja nicht alles ganz tief verstehen, sondern Hauptsache er findet einen Weg, eine Leiter, die für ihn stimmig ist, oder? Oder wie ja, klar. Findest du? So, weil es geht ja jetzt darum, wir sind heute hier in dieser Zeit und man will ja Menschen ermutigen, auch diesen Weg zu gehen. Wie kann es eine leichtere Beschreibung dieses Weges heute geben? Im Grunde ist die Grundaussage ja ganz einfach. Die Grundaussage ist, da ist ein göttliches Pendant. Ja. Und zwar ein göttliches Pendant. Und was jetzt, wenn du das Christentum mal von aller Dogmatik ein bisschen befreist, sage ich mal, der Christus in dir ist. Oder eben der Aspekt des Adam Katmon oder der Aspekt des Lichtmenschen. Dieses göttliche Pendant ist in dir und das ist deine tiefste innere Stimme. Das ist die Wurzel deines Gewissens. Das ist nicht schwer. Ja. Und wenn du in Not bist, dann meldet, und wenn du deinen eigenen Willen, deine eigenen Vorstellungen mal beiseite lässt, dann meldet sich das direkt. Genau, wie wir schon gesagt haben, zum Beispiel in einer Krise, dann öffnet man sich wirklich, wird wieder offen für die Eingebungen vielleicht dieses Funkens. Das ist der Aspekt, der dich zu deiner Ganzheit führt. Du bist hier mit deinem Bewusstsein, da ist dieses Gotteswesen und zwei Bewusstseine ist schlecht, das ist getrennt. Zwei Bewusstseine ist Abgespaltenheit. Und deine innere Abgespaltenheit zeigt sich in der Abgespaltenheit, die du zu jedem anderen Menschen hast. Du bist deshalb gespalten von anderen Wesen, weil du in dir selbst gespalten bist. Und da ist ein Abgrund zwischen deinem Gottesfunken und dir. Deshalb hast du eine Spaltung zu allem in der Natur, zu allen Menschen. Und du musst immer gucken, dass du eine Stabilisierung hast. Machst du schöne Spiritualität, um dich zu stabilisieren oder sonst was? Kultivierst du dich oder tust dir was Gutes, genießt das Leben? Alles hier deine Stabilisierung. Den Abgrund hast du damit nicht überwunden. Ja. Und trotzdem gibt es ja das Geistige, das Tröstende, wo wir Vertrauen finden können. Also eine innere Führung haben wir ja doch auch immer. Du kriegst die Tröstung, du kriegst die innere Führung. Du kriegst alles geschenkt, weil du diesen geistigen Gegenpol hast. Diesen Christus in dir, den hast du, ganz egal, ob du ihm entgegengehst oder nicht. Der tröstet dich und trägt dich, denn du bist letztlich doch ein Teil von ihm. Aber was gefordert wird, ist die große Bewusstseinshandlung, das große Abenteuer des Bewusstseins, dass du dich diesem Christus in dir annäherst. Also du kannst zum Beispiel sagen, ein kleines Kind wird geboren, also ein kleines Baby ist vollkommen eins mit der Mutter. Dann kommt die Spaltung, indem es plötzlich ein Ego entwickelt, so 3-4 Jahre. Ne? Es tritt aus der Einheit heraus in die Spaltung. Das ist so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu diesem großen Schöpfungsprozess. Ursprünglich war alles in einer Einheit. Genau, wir waren in der Liebe und mit Gott, aber nicht bewusst, sondern es war einfach war so. Wir waren einfach drin unbewusst. Ja. Und jetzt kommt plötzlich ein Heraustreten. Die Ursprungsgeistwesen projizieren sich in die Materie und es gibt einen Gegenpol. Und der Gegenpol ist, weil er ein eigenes Bewusstsein entwickelt, abgespalten. Die Pflanzen nicht, die sind immer noch da drin. Aber wir haben ein eigenes Bewusstsein. Wir haben uns abgespalten. Das Bewusstsein ist eine ungeheure kosmische Macht, die nicht hergeleitet werden kann aus Materie. Die ist einfach eine ungeheure kosmische Macht, das Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein trennt uns. Trennt uns beide. Oder wir können uns auch vereinen, bewusstseinsmäßig, in einer großen Liebe, die uns die überpersönliche Art vielleicht sogar ist. Und jetzt ist die große Leistung,
dass diese Wesen die Einheit wieder erringen. Die Einheit erringt sich dadurch selbst, mit Hilfe des Menschen. Vorher war sie da, aber jetzt erringt sie sich. Mhm. Mit durch den eigenen Willen, durch das eigene Wollen, eine bewusste Entscheidung, ein bewusstes sich wieder dem Göttlichen durch öffnen. Die Hingabe an das Göttliche, durch die bewusste Durchleben der Trennung, durch das Scheitern, durch die Hingabe an das Göttliche, erringt sich die Einheit selbst. Und das ist ein kosmischer Vorgang. Mhm. Der ist keineswegs begrenzt auf uns, sondern wir reichen in die kosmischen Welten und die Einheit erringt sich selbst mit Hilfe des Menschen und dadurch wird die gesamte Fülle, deshalb heißt es in der Tabula Smaragdina, damit die Werke, damit die Wunder des einen sich vollziehen, die gesamte, der gesamte Reichtum der Gottheit entfaltet sich durch diese Bemühung, aus der Gespaltenheit, aus der Getrenntheit wieder in die Einheit zu kommen. Das ist unglaublich. Mhm, und es dauert natürlich endlose Zeiträume. Und dafür braucht man auch die Inkarnation. Wunderbar. Okay. Also, ich danke dir. Es ist Weisheit pur. Ich hab, wunderschön. Auch dieses Video werde ich mir selber noch ein paar Mal anschauen. Aber wunderbar. Vielen Dank. Also man sieht, du hast dich so tief hineingefühlt, gedacht in all diese spirituellen Traditionen. Das ist sehr, sehr spannend, sehr schön. Und trotzdem bist du total offen, bist ein junger Forschergeist, so empfinde ich dich, und bist um Synthese bemüht, was wir auch in dieser Zeit dringend brauchen. Ja, das brauchen wir heute. Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Danke Gunther. Auch. Danke, ihr Lieben. Wow, was ein Trip, was eine Reise. Aber sehr berührend, finde ich, und sehr wahr. Dankeschön. Okay.